Willkommen bei einer neuen Folge Yggdrasil. Ja, wir sind immer noch in Berchtesgaden, schönster Ort der Welt, meiner Meinung nach. Da oben. Ja, also erstmal willkommen bei der neuen Folge. Ich bin leicht beschwipst vom Kräuterelixier. Oh mein Gott, guckt euch das an. Oh, ein Camaro. Egal. So, ich bin jetzt hier nochmal, weil ich habe keine Adresse hier. Ich bin jetzt einfach nochmal zu der Familie gegangen, wo ich damals hingegangen bin. Ich sehe grausam aus. Ich versuche mal so zu filmen. Und die haben... der Mond, da. Und die haben gesagt, wir dürfen da gerne zelten. Ist gar kein Problem. Ich habe auch gesagt, dass noch mehrere kommen. Gar kein Problem. Wir haben da eine riesige Fläche. Eine riesige Wiesenfläche, wo wir schlafen können. Das ist... unglaublich, wie nett die Leute hier sind. Also, wir werden uns revanchieren, wirklich. Und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin einfach nur so überrascht davon, dass die Menschen einem auch wirklich helfen. So, das Zelt ist aufgebaut. Ja, ja, wir müssen noch das Vorzelt, das zweite hier spannen. Hier. Ich habe eine gute Stirnlampe. Die gehört Mila, aber man sieht nichts. Hier, guck mal. Einmal hier und einmal da vorne. Und dann haben wir unser Husky aufgebaut und können schlafen. Na? Hier vorne? Mhm. Ja, nein, alles gut. So. Und jetzt haben wir, wie man das vielleicht erkennen kann, ich weiß es nicht, auf jeden Fall den Kopf nach oben vom Hang. Jetzt können wir unsere Rucksäcke ins Vorzelt packen und dann können wir gut schlafen. So, wir haben das Zelt aufgebaut. Sieht erstmal ganz gut aus. Ich habe keine Ahnung, ob es ein Loch hat. Wenn ja, dann kriegt mein Bruder Ärger. Ja, hier wird erstmal eine Suppe gekocht. Die Mila ist gerade Zähne am Putzen. Ja, oder irgendwie sowas. Und ja, dann wird jetzt gleich geschlafen. Mein Bruder, mein Cousin und der Kumpel, die sollten irgendwie auf dem Weg hierhin sein. Ich habe keine Ahnung, die haben sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Und ja, wir gucken mal. Nette Leute kennengelernt. Ja. Bis morgen. Guten Morgen, Leute. Guckt euch das mal an. Das ist unser Ausblick. Wenn wir aufstehen. Ist das cool? Wir haben. Oh, wie ich aussehe. Wir haben gut geschlafen. Es wurde echt kalt, aber es hat gepasst. Heute Morgen haben wir uns irgendwie in meinen Schlafsack beide gelegt. Ja, der ist groß genug. Es hat gerade so geklappt. Wir sind ja dünn. Ja, mal gucken, was wir heute machen. Wir machen heute einen ruhigen. Ich werde heute so gut wie gar nichts aufnehmen. Ich muss ja Akku sparen. Oh. Ach ja, und was total verrückt ist, ich hatte gestern Nacht mein Bier dahingestellt, weil ich da noch gesessen habe und ja, ein bisschen nachgedacht habe. Schön hier. So, da hatte ich mein Bier da stehen und das schmeckt immer noch. Unglaublich, ne? Aber wie heißt das? Schön, rahmer, hell. Kannst du am nächsten Tag immer noch trinken. Boah, normalerweise würde ich das Bier nicht trinken, wenn das so lange da steht. Aber erstens, das schmeckt. Und normalerweise würde ich morgens früh kein Bier trinken. Aber, ich bin im Urlaub. Gut. Ja, dann würde ich sagen, wir melden uns, wenn irgendwas Spannendes passiert. Ja. Bis später. Guckt euch das mal an. Wir sind hier beim Königssee. Und egal, wo man hinguckt, ist alles so grün-blau. Das ist so eine wunderschöne, ja, weiß ich nicht, so ein Türkis, ne? Das kann die Kamera, glaube ich, gar nicht so einfangen, oder? Ein bisschen. Wunderschön. Mila hat sich gerade ihre Haare hier ein bisschen nass gemacht. Guckt euch diesen Ort an. Das ist das Paradies auf Erden, ehrlich. Hier will ich einfach nur noch wohnen. Hier will ich leben, hier will ich sterben. Ey. Vom Königssee geht es dann erstmal in Richtung Grünstein und dort fängt man dann an, so langsam sich dem Watzmann zu nähern.
Denn das ist unser heutiges Ziel. Wir wollen nach Küreund, die Alm, auf den Watzmann. So Leute, Tag 2 und wir sind jetzt schon hier am Fuße, nicht des Watzmanns. Hier ist der Grünstein. Der Grünstein und da geht es dann über die Route, durch den Wald erstmal. Wer das Bayern-Video gesehen hat, der weiß, wo wir sind. Ja, auf zum Watzmann. Wir melden uns dann ab und zu mal, wenn was Spannendes passiert. Ich habe aber keine Sicherheit, ne? Ja. Dann habe ich keine Sicherheit, ne? Du musst dich hier festhalten. Dann kann man hier gut stehen. Warte, ich gehe erst. Okay. Da an die Wurzel. Ja. Ich helfe dir, bis gleich. So, Mila wollte das nicht. Sie kommt dann nicht mehr hoch. Aber ich kann euch mal den Ausblick hier zeigen. Unfassbar. Wunderschön hier. Ja, dann werde ich wieder hochklettern. Danke. Also die Route verläuft jetzt folgendermaßen. Hier lang, hier runter und dann gehen wir entweder da lang oder wir gehen hier hoch schräg. Wir möchten halt nicht die normalen Wege nutzen. Ah, es ist schon heftig hier. Oh mein Gott. Schafft sie. Das ist eine starke Frau, was die mitgemacht hat. Das müssen einige von euch erstmal nachmachen. Das ist richtig gut. Ich bin echt überrascht. Ich bin stolz auf dich, Mila.
Warte! Wir gehen da lang. Ich komme zu dir. Bleib da! Geh mal weg! Geh mal! So! Hast du gut gemacht! Hier, guck. Das ist ein ganzes Bein. Hier ist ein Bein. Ein Bein? Ein Bein. Ja, von einem Tier. Das ist ganz schön groß. Ein kleines Reh oder sowas. Wo auch immer der Rest ist. Ich weiß nicht, was du siehst, aber ich sehe schon mal den ersten Teil einer Bergspitze. Ah, da oben. Wir müssen hier durch. Wo? Ja, da. Also ein Reh hat es schon mal nicht geschafft, wenn das ein Reh war. Was? Ein Reh hat es schon mal nicht geschafft, wenn es eins war. Na dann mal los. Soll ich vorgehen? Ja. Okay. Und da müssen wir hoch. Und wir sind Reisen mit Sortis. Alter, ich dachte kurz, ich sterbe. Ich hatte einen Adrenalinkick. Ich kam auch kurz an einer Stelle nicht weiter. Und dachte, ich bleibe jetzt hier hängen. Und dann habe ich mir gedacht, nee, du musst jetzt klug sein. Es kann jetzt kein Helikopter kommen, du musst jetzt irgendwas überlegen. Und dann habe ich mir halt was zusammengebastelt, um über diesen scheiß Fluss zu kommen. Oh. Ein Stock. Oder einen Astendicken. Ja. Ne? Und? Ja. Wie oft warst du denn in Lebensgefahr? Ich kann es nicht mehr zählen. Seht ihr, Leute? Mit mir macht man die besten Abenteuer hier. Also es war auf jeden Fall schon sehr, also... Eigenlob stinkt. Sehr riechst hohe das? Steigung, sag ich. Nein, ich bin absolut stolz. Hat sie super gemeistert. Aber er stinkt jetzt. Ja, ich stinke auch. Ne? Ja, wir gehen erstmal noch höher und melden uns später wieder. Tja, Leute, wir haben einen guten Weg vor uns. Okay, wir sind nicht die Einzigen. Auch ein Weg vor sich. Okay. Geh mal hinter mir bitte. Spitze Hörnchen. Ja, hallo? Wahnsinn. Wahnsinn. Wie schön das hier ist. Hm.
vor, ich sehe so bekannt aus. Okay. Ja, mein Arm hier, der hat ein bisschen gelitten. Aber das nennt man Abenteuerschwund. Ja, Abenteurerschwund. Da ist ein bisschen was umgeknickt. Warte mal, wir können. Was? Guck mal, Körner in einem zweieinhalb Stunden. Ein Viertelstunden. Schau mal. Ja. Wir gehen aber daher. Nee. Wir gehen nicht daher. Doch. Wieso willst du denn daher? Da geht es nicht dahin. Doch, da geht es dahin. Dauert genauso lange, ist viel schwieriger der Weg. Kühre in einem. Ja. Ja gut, dann nehmen wir den leichten Weg. Ja. Guck mal, da ist auch schon ein Baum umgestürzt. Ja, hab ich doch gesagt. Ja. Ich glaube, du hast die Nase voll von meinen schweren Wegen, ne? Für heute schon. Ja. Morgen wieder. Machen wir morgen, genau. Jetzt, wo der Weg sich gerade so einfach anfühlt, eben sind wir hier abgehängt am Anfang, weil wenn man die Klippe hochgekehrt hat, ist das natürlich hier Kindergarten. Und das ist unsere Aussicht. Da ist der Grünstein. Hm? Direkt nebenan. Mhm. Das ist der Grünstein und wir gehen zum Watzmann. Mhm. Da warten die anderen übrigens schon auf uns und wollen irgendwie aber noch runter zu dieser Kirche. Wie heißt sie? Bartholomä, okay. Die Bartholomä-Kirche. Die werden wir uns bestimmt auch noch angucken. Ja, ich weiß nicht, weil er morgen gesagt hat oder so. Wir gehen jetzt erstmal hoch, kurz mal zum Watzmann. Zumindest kurz mal zur Alm. Mhm. Und dann gucken wir mal. wir sind entspannt. Wir haben Action. Wir sind nicht schlapp. Es war nicht heiß und es ist auch nicht so kalt. Alles ganz locker. Und ich weiß genau, wie die sich fühlen. Mhm. Weil die nämlich volles Gepäck mit Schlafsack und allem drum und dran. Weil die ja hier durch die Berge ziehen wollen. Aber mein Ziel finde ich besser, weil, wie gesagt, aus der Erfahrung letztes Mal habe ich gelernt, ich gehe, wohin ich will, ne, mit leichtem Gepäck, dann gehe ich wieder zurück und schlafe und am nächsten Tag gehe ich woanders hin, dahin, wo ich will, und dann gehe ich wieder zurück. Und wenn ich tief bis in die Nacht wieder für den Rückweg brauche, ist doch egal. Ich weiß, ich kann in Ruhe, sicher irgendwo schlafen, wo es erlaubt ist. Das finde ich, ist einfach viel besser. Jo. Wow. Und wir haben Zeit, einfach zwischendurch irgendwas Verrücktes auf dem Weg zu machen, ohne Angst haben, oh, gleich geht die Sonne unter. Oder, oh nee, da können wir nicht herklettern, zu viel Gepäck. Ja. Ich gehe dahin, wohin ich will. Und ich weiß nicht, was ist eure Meinung? Ist es besser, sich mit starkem Gepäck und so durch die Wälder zu schlagen? Hauptsache, man kann schlafen, wo auch immer man will, wo auch immer man hier schlafen will, immer. Ja. Ja, hier haben wir letztes Mal geschlafen, wo wir gerade sitzen. Sieht man auch im Bayern-Video. Wir haben hier aber wirklich lange hochgebraucht. Länger als wir jetzt, wenn man den Spaß mit der lebensgefährlichen Klettersache da weglässt. Na gut, wir melden uns dann später wieder. Ja, wir haben hier, wer es sieht, ein Bärlauchfeld gefunden. Alter, guck mal, das geht komplett den ganzen Berg. Ja, ja. Gerade schon nach oben gefilmt. Es ist hier richtig schön viel Bärlauch. Das freut mich natürlich wieder, wenn ich Bärlauch finde. Ist doch klar, ne? Erstmal morgen schön aufs Brot. Das gibt's morgen aufs Brot. Heute Abend. Bärlauch und Bergkäse. Ja, richtig schön. Bärlauch, schön aus Bayern gepflückt mit Bergkäse. Aus Bayern. Wem wundert's? Ja, das essen wir gleich. Was? Was ist das? Packt man natürlich wieder bei mir rein. Ne? Das ist das mehr Gewicht habt, die Blätter. und gleich gibt's erstmal schön lecker Kartoffelbrei. Mit Zwiebeln. Röstzwiebeln. Ja, mit Röstzwiebeln. Mit Wurst. Mit schöner, leckerer Wurst. Ja. Und gleich gibt es erstmal einen geilen Ausblick. Da können wir auch Bärlauch reinmachen, oder? Ja. Ja. Bärlauch. Bärlauch. Erstmal weiter wandern. Bärlauch, so viel ich mag. Boah, guck dir mal gleich die geile Aussicht an. Sing das gerade nochmal. Bärlauch, so viel ich mag. Ah, nee, scheiße.
Ich brauche Bärlauch den ganzen Tag. Ich brauche Bärlauch. Für dich mal. Habt ihr das gehört? Es wird bald ein Bärlauchlied gehen. Hä? Sieht so aus, hätten sie die Bäume mit Absicht schon weggelegt. Ja, so sieht das hier aus. Das ist der Weg hoch auf den, ich sag mal, zur Kühlrheinalm. Wir wollen ja nur zur Alm, weil oben alles gesperrt ist. Mann, ey. Ist schon ganz schön anstrengend hier, ne? Hey! Gleich sind wir da. Gleich sind wir da. Na, was sagst du? Traumhafter Ausblick. Das ist der Watzmann. Ich habe dich die ganze Zeit ein bisschen in die Nase rumgeführt. Du wusstest doch selber nicht, wo der Watzmann ist. Doch. Ich habe dich nur ein bisschen motiviert. Ich habe dir jedes Mal gesagt, ja, da vorne noch ein paar Meter, dann sind wir bei der Alm. Und jedes Mal so, yay! Und dann sagt das Schild noch eine halbe Stunde. Was? Noch eine halbe Stunde? Es geht steil bergauf. Im Schnee. Ist das schön? Wunderschön, ne? Sind die Alm? Da müssen wir noch ein Stückchen. Na? Wen haben wir denn da? Ein Andi. Die anderen beiden sind irgendwo da hinten. Und hier sind wir. Das ist die Alm. Was ist denn das für ein Berg? Der Watzmann. Das ist der Watzmann, Junge. Ja, der Watzmann. Kannst du zum Watzmannhaus schon? Da oben. Das Watzmannhaus, ja, das kann man von hier aus, glaube ich, sehen. Alle? Da hast du ja mal Bier getrunken. Ja, da habe ich mal ein Bier getrunken. Und jetzt liegt hier noch Schnee. Ich weiß noch, als Adrius gesagt hat, ja, 2 Stunden, ne, bis nach oben. Und da sage ich, nee, bis nach da. Und nicht bis nach da, das weiß ich noch. Ha? Wenn ich das jetzt richtig sehe, wollt ihr da oben zu dieser Hütte, ne? 2 Stunden bist du da oben, ja. Adrius, nicht da oben, sondern da oben. Da ist die Hütte. Klar, 2 Stunden. Insgesamt kann man sagen, war es schon eine schöne Erfahrung. Wir haben gerade Kartoffelbrei mit Erbsen, Möhren, Zwiebeln und Wurst gegessen. War lecker, ne? Das war geil. Ja, war richtig lecker. Scharfen Reis. Hier ist scharfer Reis. Ja, du hast ja auch deinen Trangia-Kocher, ne? Trangia, Mengia. Der Trangia. Also ich finde ja, Gas ist halt am schnellsten, ne? Ja. Aber Trangia ist halt auch, das ist schon... Spiritus immer schleppen, habe ich nicht so Lust. Dann lieber eine Gaskartusche. Aber ey! Ist das eigentlich mit Geschmacksverstärkern oder was? Das ist mit Geschmacksverstärker. Wie geht das hier? Ha? Du musst es einklappen, den Henkel. Den reinklappen. Genau. Jetzt den einklappen und da rein. Tja Leute, das ist der Watzmann. Da können wir allerdings nicht hoch, das ist gesperrt. Aber naja, wir werden erstmal gleich den Abstieg wagen. Und die... Der einzige Grund, dass du da nicht hoch bist. Hä? Alter, da hoch, Mann. Ja, das ist unmöglich. Bei dem Schnee... Schmilzt doch, Mann. Ja, klar, bei dem Schnee ist das ist selbst immer schon fast. Ja, dann würde ich mal sagen, wir steigen wieder ab und machen eine kleine Nachtwanderung. Ich denke mal, wie lange brauchen wir? 2 Stunden bis da unten? Naja, anderthalb. Oder? Anderthalb? Ich weiß nicht, wegen dem Schnee und so. Ich denke 2 Stunden. Ah, wir sehen es ja dann gleich. Also bis dann, Leute. So, also wir haben... Wo war denn das? Da ist das. Da, wo das Watzmannhaus ist. Ja, beim Watzmannhaus. Genau. Da ist ein Typ. Ich weiß nicht, ob... Da! Man sieht die Taschenlampe. Das muss man sich mal überlegen. Muss man selber bezahlen? 2000 Euro bis zu
8.000, von 2.000 bis 8.000 Euro. Nee, wie, aber trotzdem, wie will der denn, wie will der da? Ist er nicht schon runtergekommen? Nein, der ist seitlich. Vielleicht ruft er ja Hilfe. Das ist kein, ja, gibt aber keine SOS. Gib ihm mal einer ein Signal. Weil, dreimal kurz, dreimal lang, dreimal kurz ist SOS. Die ganze Zeit, der kommt weder noch hoch noch runter auf eine Position. Boah, ungefähr 100 Meter? 100? Ne, 200, 300 Meter ungefähr. Er hat gerufen. Das war er nicht. Das war er. Oh. Nein, nicht ich. Ich bin im Kürotal hier in der Hütte und ich beobachte gerade unterhalb von der Watzmann-Hütte. So, ob man es glaubt oder nicht, aber der Typ hat es wirklich nach oben geschafft. Und die Jungs, die da eben angerufen haben, die werden gleich der Wacht sagen müssen, dass er es geschafft hat. Also ich weiß nicht, wie er das geschafft hat. Der ist wirklich eben innerhalb von 20 Minuten ist der da 100 Meter oder so diesen Berg hochgekraxelt. Das ist unglaublich. Das ist wirklich unglaublich. Mein höchsten Respekt. Ne? Unfassbar. Kann man dich denn filmen? Oder kamerascheu? Das ist Nico. Der Nico. Jo, und da haben wir noch den Michi. Ja. Auch wieder dabei. Meine Augen, Jungs. Ah. Und guck mal, das ist die Mila, die ist auch dabei. Und da? Und das ist da, das ist der Schmockmock. Der schon rückwärts geht. Oh. Ja, wir gehen jetzt hier den Watzmann. Den Watz. Was? Geht er wieder runter? Der ist ein Stück wieder runter. Verarsch mich nicht. Hä? Der war gerade über den Felsen. Ah, der. Nee, der klettert da hoch. Das ist unglaublich, der Typ. Unglaublich. Die Kamera kann das gar nicht so hell auffassen. War schön, dass wir einen Vollmond auch haben. Aber da unten ist die Stadt. Und da ist der Vollmond. Ich hab ein Schaf drauf, den Mond. Geil. Ich wackel nur wie so ein Verrückter. Perfekt. Hä? Was macht ihr? Weil da ist das. Nee, da sind die Leute um den Baum gelaufen. Ja, stimmt. Ich kann mich auch an den Baum erinnern. Ja. So, das sind wirklich die Treppen des Todes. Als ich das letzte Mal hier war, ja, beim Rückweg vom Watzmann, da war ich im Eimer und konnte wirklich kaum laufen. Endlich. Wir sind bei der Brücke. Oh, oh. Gott, ich kann keine Treppen mehr steigen. Oh Gott, ich kipp gleich um, ey. Jetzt bin ich gespannt. Und? Das ist das schon besser, Mann. Alter, das tut gut. Ja, ne? Alle fit. Und hier drin haben wir geschlafen. Echt? Ja, auf dem Feldbett. Chillig, Mann. Das war nicht chillig. Ja, es sieht geil aus, ne? Es war nicht chillig. Ja, angenehm, weil der Geräusch gut ist. Der Regen hat da durchgepfeift. Und wir mussten unter einem Tarp auf dem Feldbett. 4D habt ihr gehabt. Falls ihr, das ist doch die Erfahrung, die man brauchen hier. Ja, das war eine gute Erfahrung, ehrlich. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt da, hallo YouTube. Das Video erscheint natürlich am Ende von diesem Video. Weil links geht's zur Alten. Rechts. Rechts, dann links, dann sind wir da. Platz. Und ich sage mal links runter. Vielleicht geht das auch noch eine Wand. Hier denkst du, oh nein, Alarm. Oh nein, die haben voll Kabocken, Wasser reinzuspringen. Nee, die haben jetzt. Ey, wir lassen euch in Ruhe. Können weiter rumfinden. Tschüss. Der schmeckt übel gut auch so. So, wir sind jetzt hier beim Lager. Ne? Schön beim Vollmond. Haben wir hier noch schön lecker Fleisch.
Denn Rosinen, auch dabei. Cashews. Das kann man kaum erkennen, das da. Paranus. Da ist es ja. Und Speck, oh doch, den kann man erkennen. Ja. Das ist ein toller Platz hier, ne? Probieren. Diesen Stück willst du nur probieren? Teil? Am Ganzen. Das ganze Stück brauchst du probieren. Und hier hängt die Lampe an dem Stock. Der Stock ist der beste der Welt. Bock auf Sparte? Ja. Wüsste gar nicht, was wir an dem Stock machen sollen. Bock auf Sparte? Nee, ich würde schon gerne das Fleisch probieren. Ich dachte schon. Alter, wie viel Fleisch ist da dran? Boah. Da gab es auch noch ein Stück mit 90% geil, ne? Fett oder so. Ja, Speck halt.